Hallo zusammen, willkommen zu Deep Learning for Games. Heute wollen wir uns mit AlphaGo befassen und sehen, was es gebraucht hat, dass ein Computer ein recht kompliziertes Spiel so gut spielen kann wie ein Mensch oder eben sogar einiges besser als ein Mensch. Dabei möchten wir uns zuerst auf das Spiel selber eingehen, Go, und dann sehen, wie die Matches da ausgesehen haben zwischen dem Computerprogramm und verschiedenen Go-Spielern und natürlich etwas genauer auf die Architektur eingehen des Computerprogramms, das dann auch diese Leute geschlagen hat und einige Observations und Conclusions dann folgen lassen. Nun, zuerst einmal müssten wir uns mal ansehen, was dann Go ist. Go ist ein sehr altes Spiel, wurde vor vielleicht etwa 2000 Jahren erfunden, wahrscheinlich in China und war dann hauptsächlich populär in Japan während dem Mittelalter, wo zum Beispiel dann auch Spiele vor dem Shogun durchgeführt wurden. In den letzten Jahren ist es wieder mehr populär in China und Korea geworden, sodass jetzt nur noch zwei Japaner etwa in den Top 50 sind und die anderen sind alles Koreaner und Chinesen. Wie sieht das Spiel dann aus? Gespielt wird auf einem Brett. Das Originalbrett, auf dem die Turniere gespielt werden, hat eine Größe von 19 mal 19 Linien und gespielt wird dabei auf die Punkte, auf die Kreuzungspunkte dieser Linien. Es ist aber auch möglich, auf kleineren Brettern zu spielen. Zum Beispiel für Anfänger eignet sich 9 mal 9 oder 13 mal 13. Das ist da immer noch größer als zum Beispiel ein Schach. Gespielt wird mit schwarzen und weißen Steinen bei zwei Spielern. Die spielen abwechslungsweise diese schwarzen und weißen Steine auf die Kreuzungspunkte. Damit sie einen Stein spielen können, muss der Punkt an diesem Ort leer sein. Steine werden nachher nicht mehr verschoben, sondern sie bleiben während dem ganzen Spiel dort liegen, es sei denn, sie werden geschlagen. Und wenn sie geschlagen werden, werden sie entfernt, dann ist die Kreuzung wieder frei und man kann auch einen anderen Stein dann dorthin setzen. Es ist immer so, dass Schwarz beginnt. Das ist ein Vorteil und der Vorteil ist 7,5 Punkte wert. Wir sehen gerade noch, wie dann gezählt wird und Weiß erhält dann diese 7,5 Punkte, weil Weiß als Zweiter spielen muss. Wie gesagt, kann man Steine auch schlagen und dann werden sie entfernt und das geht so, dass von einem Stein, hier der schwarze Stein, die letzte Freiheit besetzt werden muss und die Freiheit sind die leeren Kreuzungspunkte, die direkt mit dem Stein verbunden sind. Das heißt, normalerweise hätte ein Stein ja vier Freiheiten da auf einem Kreuzungspunkt in der Mitte. Drei sind schon besetzt. Wenn der vierte besetzt wird, wird der entsprechende Stein geschlagen. Das gilt nicht nur für einzelne Steine, sondern auch für ganze Gruppen von Steinen, wie hier diese zwei Weißen, die sind miteinander verbunden, das gehört eine Gruppe, die gehören zusammen. Wenn sie auch die letzte Freiheit hier verlieren, dann werden beide herausgenommen und entfernt. Was ist dann überhaupt das Ziel des Spiels? Das Ziel ist es, so viele Punkte wie möglich zu machen und Punkte bekommt man entweder aus den Steinen, die man schlägt oder indem man Gebiet einrahmt. Das heißt, am Ende des Spiels ist das ganze Brett unterteilt in Regionen, die entweder schwarz oder weiß gehören und die leeren Punkte in diesen Regionen zählen dann als die Punkte der entsprechenden Farbe. Wie weiß man, dass dieses Gebiet schwarz ist? Ja, weiß könnte versuchen, da hineinzuspielen, aber weil da nicht sehr viel Platz ist, wird ihn schwarz schlagen können.
und deshalb ist das Gebiet schwarz. Da werden sich am Schluss des Spiels beide darauf einigen, weil das Spiel ist dann fertig, wenn niemand mehr spielen möchte. Wieso nicht? Wenn ich in das gegnerische Feld spiele als Weiß, wird mein Stein geschlagen. Das heißt, ich verliere eigentlich Punkte. Und wenn ich in das eigene Feld spiele, dann mache ich mein Feld kleiner und ich verliere auch Punkte. Also, wenn wir hier zählen, hat Schwarz 30 Punkte, Weiß hat 22 Punkte, aber bekommt ja diese 7,5 Punkte Komi. Das heißt, insgesamt hat Weiß dann 29,5 Punkte und wird sich wahrscheinlich ärgern, dass er mit einem halben Punkt verloren hat, was das Resultat ist, das da am nächsten beieinander liegt, also am knappsten ist. Gut, das sind eigentlich schon fast die ganzen Regeln. Es gibt noch eine leichte Komplikation, das ist die sogenannte Co-Regel. Es kann nämlich zu dieser Situation hier kommen, dass Weiß jetzt eigentlich diesen schwarzen Stein schlagen kann. Das ist erlaubt. Normalerweise ist Selbstmord nicht erlaubt. Wenn es keine Freiheit mehr gibt, darf ich nicht von vornherein dorthin setzen. Aber wenn Weiß hier setzt, dann gibt es ja eine Freiheit und deshalb ist dieser Zug erlaubt. Wenn jetzt aber Schwarz gerade wieder zurückschlagen würde, was ja eigentlich auch erlaubt scheint, dann wäre die Position wieder genauso wie vorher und das Spiel würde, könnte unendlich lang so weitergehen. Deshalb ist es für Schwarz nicht erlaubt, gleich wieder zurückzuschlagen, sondern er muss einen anderen Zug machen. Genauer gesagt heißt es, er darf nicht einen Zug machen, der wie zu einer Wiederholung eines vorhergehenden Spielzustandes führt. Meistens macht Schwarz dann irgendeinen Zug, den Weiß beantworten soll, und dann hat Schwarz dann Zeit, hier zurückzuspielen. Okay, dann gibt es bei Go auch ein Rating-System von wie gut das die Spieler dann sind. Und das ähnelt so dem System von Martial Arts. Das heißt, es gibt einen schwarzen Gürtel. Und schwarzen Gürtel heißt ein Dan-Grad, das heißt ein Meistergrad. Und vorhin sind es die Q-Grade, das heißt die Schülergrade. Und das fängt bei Go beim 30. Q an, geht zum ersten Q und dann geht es eben ersten Dan, wäre dann der schwarze Gürtel und dann geht es eigentlich bis 9. Dan, wobei die besten Amateurspieler so um den 7. Dan sind. Bei professionellen Spielern ist das noch etwas genauer gegliedert. Die fangen etwa bei 1 Dan Professional an, das in etwa gleich stark ist wie ein 7 Dan Amateurspieler. Es gibt also Amateurspieler, die auch so gut oder fast so gut wie Profis sind. Nun, wo sind da unsere Akteure von der heutigen Vorlesung auf dieser Skala? Ah, zuerst ich bin da etwas in der Mitte, so zwischen 1K, 1 erster Dan, also nicht ganz schlecht, aber auch nicht so gut. Und die Spieler, die Gegner von AlphaGo, der erste ist Fan Hui, der war ein Europameister vor ein paar Jahren, ein Chinese, der in Frankreich und jetzt in England lebt und der beste Spieler in Europa ist, aber ein Amateur. Und er war der Gegner dann für die Publikation eigentlich des ersten Artikels über AlphaGo in Nature. Und dann gab es zwei Spiele gegen Lee Sedol und etwas später noch gegen Kaché, der noch etwas besser ist als Lee Sedol und als wirklich der beste Spieler der Welt gilt. Okay, gut. Schauen wir uns mal zuerst etwas an, was AlphaGo dann macht oder wie wir dann solch ein Spiel programmieren könnten. Nun, das haben Sie ja bereits gesehen in der Vorlesung. Wir können ein Spiel programmieren mit Spielbäumen. Dabei ist jeder Knoten ist einen Zustand des Spielbretts und dann habe ich alle Aktionen, die Weiß machen kann, gib mir einen nächsten Zustand, die Schwarz machen kann und so weiter, bis ich dann irgendwo am Ende des Spiels
des Spielbaums angelangt bin und am Ende des Spiels, dann kann ich zählen, ermitteln, wer gewonnen hat. Hier hat Weiß gewonnen, hier hat Schwarz gewonnen. Also gebe ich dem Endknoten den Wert, wer gewonnen hat hier nur. Zum Beispiel, wenn eben Weiß gewinnt, ist es minus 1 und wenn Schwarz gewinnt, ist es plus 1. Okay, diesen Spielbaum, wie wir gesehen haben, können wir den ja nicht beliebig weit machen. Das heißt, das wäre eigentlich der Minimax-Algorithmus jetzt, dass ich da natürlich auswählen möchte, was ich da spielen möchte. Schwarz wird ja hier zum Beispiel den Wert 0,8, den Knoten mit Wert 0,8 auswählen und nicht mit 0,6. Das heißt, auch dieser Knoten hat 0,8 und wenn dann Schwarz alle Werte der Knoten hier weiß, dann weiß es auch, welcher Zug das Schwarz machen möchte. Okay, aber eben, es geht nicht, diesen Baum beliebig zu Ende zu machen für ein Go-Spiel. Das heißt, wir brauchen da irgendeinen Estimation, eine Schätzung des Zustands oder der Gewinnwahrscheinlichkeit zu diesem Zeitpunkt. Und das war ja die Methode, wie zum Beispiel Schach gelernt wurde, dass es halt Heuristiken gab, die diese Stellung auswerten konnten und dann eine Funktion berechnen konnten für jeden Zustand hier. Für Go ging das nicht, weil einerseits die Frage, was ist dann die Value-Funktion, und die andere Frage ist, dass es so viel mehr Zustände in Go gibt als für Schach. Weil am Anfang mit 19 im Quadrat, also 361 Anfangszustände und dann 360 nächste Möglichkeiten, verzweigt sich das wahnsinnig und das gibt wirklich eine sehr, sehr große Anzahl von legaler Positionen, die da gespielt werden können. Wie groß diese Zahl ist, man kann sich das so vorstellen, dass wenn Sie das ganze Universum besteht aus Atomen und wenn Sie in jedes Atom des Universums nochmals das ganze Universum hineinpacken, dann kommen Sie etwa auf diese Zahl hier. Also ist etwas 10 hoch 100 schwieriger als Schach. 10 hoch 100 ist gerade ein Gogol und daher kommt der Name Google. Ja, vielleicht war das der Grund, wieso sich da DeepMind und Google damit beschäftigen wollte. Nun, was können wir machen statt dieser Tiefensuche? Ja, auch das haben wir uns schon angesehen. Wir können Monte Carlo Research machen. Das wurde auch für Go probiert und genauso wie wir es in der Vorlesung gesehen haben. Das heißt, auswählen eines Knoten anhand von einer Policy, Tree Policy, dann neue Knoten hinzufügen, einen Rollout machen bis zum Ende des Spiels, dann den Spielzustand am Ende ermitteln und ein Update von all diesen, vom Wert hier zu all diesen Zuständen, die da entsprechend besucht wurden. Verwendet wurde auch dort der UCT-Algorithmus für eine Balance zwischen Exploration und Exploitation. Und mit diesen ersten Resultaten von Monte Carlo Research in Go erreicht man einen, sage ich mal, mittleren Amateur-Level, das heißt vielleicht 3, 4 bis 5 dann, also besser als ich spielen kann, aber niemals so gut wie ein Profi. Und man war auch der Meinung, dass es da nicht möglich ist, sehr viel besser zu werden in Go, weil es eben so viele mögliche Zustände gibt. Dann kam AlphaGo und was hat nun AlphaGo anders gemacht? Sie haben ein Netzwerk verwendet, und zwar ein Deep Convolutional Network, wie wir das in der letzten Lektion angesehen haben, und haben mit diesem Netzwerk Policy- und Value-Funktionen gelernt. Policy ist also eine Funktion, die sagt, was ich wirklich spielen soll, und Value-Funktion ist, wie groß ist die Gewinnwahrscheinlichkeit für den einen oder anderen Spieler zu diesem Zeitpunkt.
Sie haben da zuerst versucht mit, oder zuerst begonnen mit Supervised Learning, eine Policy zu lernen und haben diese Policy dann verbessert mittels Reinforcement Learning. Sie haben für die Auswertung auch noch ein anderes Netzwerk gebraucht, das schneller ist in der Auswertung, um die Rollouts möglichst effizient zu haben. Und dann ein weiteres Value-Netzwerk gelernt, um den Wert zu jedem Zeitpunkt vorzuschlagen. Und dabei dann das Ganze kombiniert mit Monte Carlo Research. Okay, wir haben nun diese neuronalen Netzwerke ausgesehen. Das waren sehr ähnliche Netzwerke, wie wir sie auch in der Bildverarbeitung verwenden. Zuerst mal der Input war zu diesem Zeitpunkt ein 19x19, das ist der Kritis Obretz Stack von 48 Features. Die Features besagen, ob ein Stein an dieser Stelle steht, plus weitere Informationen über das Go, zum Beispiel, wie viele Freiheiten eine Gruppe an dieser Stelle hatte und so weiter. Das wurde kombiniert mit etwas wenig Go-Logik, um da Features herauszufinden, die gut funktionierten. Das Netzwerk hatte dann 13 oder 14 Layer, eines 13, eines 14, mit Filtern, Convolution Neural Network, das erste mit 5x5 Filtern und nachher mit 3x3 Filtern. Kein Max-Pooling, keine Strides größer als 1, so dass die ganzen Werte eigentlich verarbeitet werden. Plus 192 Kanäle pro Filter, das heißt, wenn ich am Anfang habe ich 19x19x48 und nach dem ersten Schritt habe ich dann 19x19x192. So viele Kanäle und so viel weiter an, auf jedem Layer. Von 192 auf 192 Kanälen zu gehen in einem Filterschritt ist auch für ein Convolution Network relativ viele Parameter. Am Schluss ein Softmax, entweder mit der Wahrscheinlichkeit für den nächsten Zug, also ein 19x19 Grid von Wahrscheinlichkeiten, oder dann für die Value-Funktion ein Tangens-Hyperbolicus, der dann zwischen minus 1 und 1 liegen wird. Und zwei Fully Connected Layers am Ende, um diese Klassifikation zu machen. Das heißt, sieht dann so aus, Input das Go-Brett, Output entweder die Policy, das heißt die Wahrscheinlichkeitsverteilung für einen bestimmten Zug, oder die Value-Funktion, wie groß ist die Gewinnwahrscheinlichkeit zu diesem Zeitpunkt. Nun, wie wurden diese Netzwerke trainiert? Zuerst einmal wurden sie mit Supervised Learning trainiert. Das heißt, ich trainiere ein Netzwerk, das direkt spielt und maximiert also mittels dem Softmax und Cross Entropy, welchen Zug, das ich in einem bestimmten Zustand machen soll. Dabei haben sie 57% Accuracy erreicht. Und das ist sehr hoch, weil früher hatten das andere Leute auch schon versucht, aber die haben dann höchstens etwa 30-40% erreicht. Gelernt haben sie von Spielen von KGS. KGS ist ein Online-Go-Server, in dem aber nur Amateure spielen. Das heißt, sie haben gar nichts von Profispielern gelernt. Sie sind schon relativ starke Amateure, 6-Dan bis 9-Dan. Auf KGS ist nicht ganz der richtige 9-Dan. Aber nicht wirklich von den besten Spielen. Und sie haben dann noch eine spezielle Rollout-Policy etwas anders gelernt, mit noch etwas mehr Features als Input, weniger genau, aber schneller, um auszuwerten. Mit dieser Ausgangslage haben sie dann das Policy-Netzwerk verbessert, indem es sich das Policy-Netzwerk gegen sich selber spielen lassen und damit wurden neue Daten erzeugt und die neuen Daten waren dann wieder der Input, um die nächste Version des Netzwerks zu lernen. Das Ganze auch für das Value-Netzwerk, dort haben sie zuerst auch Supervised Learning versucht. Das hat nicht geklappt, weil es gab zu wenig Daten und die Daten waren sich zu ähnlich, weil wenn
in einem Spiel, wenn man den Value für einen Zug geschätzt hat, dann ändert sich dieser Value nicht so sehr bei den nächsten paar Zügen, also war es zu viele Korrelationen in den Datensätzen vorhanden. Darum haben sie dann auch Self-Play-Daten genommen, also gegen sich selber gespielt, damit Datensätze erzeugt und dann das Value-Netzwerk trainiert. Was man sich da ansehen kann, ist zum Beispiel, wie gut stimmt dann das Value-Netzwerk oder verschiedene Möglichkeiten, um die Value-Funktion zu evaluieren, mit dem tatsächlichen Ergebnis überein über die Züge. Das heißt, hier sind wir am Anfang des Spiels. Das Value-Netzwerk sagt die Gewinnwahrscheinlichkeit und hier haben wir den Fehler in der Voraussage des Ergebnisses. Also am Anfang sind wir bei 50%. Es können beide Spieler gleich wahrscheinlich gewinnen und gegen Ende des Spiels ist klarer, wer dann entsprechend gewinnt. Wenn man versucht, einfach random das Spiel gegen Ende zu spielen, dann ist das nicht sehr gut. Das heißt, wir bekommen keine sehr guten Werte hier, wer da gewinnt. Wenn Sie ein Go-Spiel einfach random spielen lassen, sagt das wenig aus, weil es so viele verschiedene Möglichkeiten hat. Wenn Sie jedoch das Spiel mit Ihrer Rollout-Policy gespielt haben, das heißt, das Netzwerk sagt, welcher Zug gespielt wird, dann stimmt die Value-Funktion schon viel besser überein. Das Value-Netzwerk selber ist noch besser in der Voraussage als der Rollout und dann die gelernten mit Reinforcement Learning gelernten Netzwerke als Policy-Funktion sind noch etwas genauer. Das heißt, das Spiel wird auch fertig gespielt, aber anhand von der gelernten Policy anstatt random. Okay, wie wurde das nun eingebaut in den Monte Carlo Research? Eine Möglichkeit ist mal, die Policy zu benutzen in der Auswahl vom Knoten, der expandiert werden sollte. Normalerweise hätten wir da einfach UCT und neu ist da eben ein Wert, der vom Policy-Netzwerk abhängt. Das heißt, was sagt das Policy über die Wahrscheinlichkeit und das wird dann kombiniert mit der Value State, die man zu diesem Zeitpunkt hat. Zweite Möglichkeit, die Netzwerke zu benutzen, sind dann in der Simulation und im Update. Normalerweise machen wir ja da einen Monte Carlo Rollout. Und sie haben das kombiniert mit einer Auswertung des Value-Netzwerks und einer Auswertung eines Rollouts, aber anhand von der gelernten schnellen Rollout-Policy. Okay, das wurde alles da hineingebaut ins AlphaGo. Es wurde ein Paper veröffentlicht in Nature, wie gut das AlphaGo dann spielt und dass er eben auch den Europameister FNV schlagen konnte. Und etwas später, also noch vielleicht ein halbes Jahr später, wurde dann angekündigt, dass es einen Match geben werde ergänzt Lisedol. Und Lisedol ist einer der besten Spieler auf der Welt. Also vielleicht mittlerweile etwa der zweitbeste. Der Gewinner dieses Matches sollte dann 1 Million bekommen und es sollten best von 5 Spielen gespielt werden. Eben zwischen der Veröffentlichung von AlphaGo in Nature und diesem Match gab es einige Monate, da hatte man diese Spiele auch angeschaut und gesehen, okay, AlphaGo hat gut gespielt, aber nicht so gut wie möglich. Das heißt, es gab da auch noch ein paar Fehler und darum war Lisedol da auch relativ zuversichtlich, dass er da gewinnen konnte. Okay, wir sehen uns kurz ein paar Stellungen des Spiels an. Ich weiß, dass ja wahrscheinlich eher nicht Go spielen, aber dass man so ungefähr sieht, was da abgelaufen ist. Zum Beispiel hat Lisedol versucht, AlphaGo am Anfang eine Falle zu stellen mit einer speziellen Eröffnung, aber AlphaGo ist da nicht in diese Falle eigentlich hineingetraten. Etwas später im Spiel
sah es dann so aus und ich kann mich noch gut erinnern, ich habe da live zugeschaut. Man musste dann jeweils um 5 am Morgen aufstehen, weil es dann übertragen wurde, wo es gespielt wurde, in China oder in Korea. Und AlphaGo ist weiß. Und wenn wir da diese Stellung anschauen, dann ist es so, dass Weiß hat da eine große Gruppe hier. Das ist aber noch nicht ganz sicher, ob diese nicht vielleicht gefangen werden könnte. Die ist etwas, hat da vielleicht etwas Probleme, müsste man sagen. Das heißt, man könnte sich zum Beispiel um diese Gruppe kümmern. Oder Schwarz andererseits hat da doch relativ viel Territorium und vielleicht wäre es gut, auch da irgendetwas zu machen. Das da ist eher für Weiß und da hat es da zwei Steine und was Weiß da gespielt hat, AlphaGo, ist diese Stellung hier etwas zu verstärken. Das ist eigentlich ein etwas langsamer Zug, weil er greift nichts an, er verstärkt einfach die eigene Stellung. Und ich weiß noch, als ich das gesehen habe, okay, Slack Move, das wird wahrscheinlich das Spiel verlieren, aber hat es nicht, hat das Spiel dann entsprechend gewonnen. Nächstes Spiel war auch recht überraschend und wird heute noch häufig zitiert und das ist diese Stellung hier. Diesmal ist AlphaGo schwarz und hat diesen Zug gespielt, Zug Nummer 37, das ist ein sogenannter Shoulder Hit. Der ist da diagonal über einem anderen Stein. Den Shoulder Hit gab es schon immer im Go-Spiel, aber das war neu, nicht auf dieser Höhe von der fünften Linie. Normalerweise spielt man den Zug nur, wenn der weiße Stein näher beim Rand ist. Wieso? Weil wenn jetzt da Weiß einfach da spielen würde, dann macht Weiß relativ viel Gebiet und da hatte man die Idee, dass das wahrscheinlich nicht genügend gut ist. Das heißt, das war wirklich ein Zug, der bisher noch nie so gespielt wurde. Auch der Zug war wahrscheinlich richtig, jedenfalls hat Lisedo dann verloren. Und schlussendlich hat Lisedo dann auch den nächsten Match verloren und damit das Ganze eigentlich. Sie haben dann trotzdem weitergespielt und es gab noch eine kleine Revanche da der Menschheit gegen den Computer bei dieser Stellung hier in Spiel 4. Auch dies ist eine sehr komplizierte Stellung. Diese da ist dieses Mal weiß. Das alles da ist eigentlich eher schwarz, weil die weißen Steine sind zu wenig, die werden nicht überleben können, die können wahrscheinlich gefangen werden, aber es gibt überall ein paar Schwachstellen und Diese da hat hier gespielt. Und wenn jetzt Schwarz versucht, den Stein zu schlagen, dann kommt da Weiß vielleicht da hinaus. Und wenn Weiß diese Steine retten kann, dann hat er wahrscheinlich die bessere Position. Und dieser Zug wurde vom Policy Network nicht wirklich gesehen, sondern nur mit 1 zu 10.000 als Wahrscheinlichkeit angesehen und darum nicht wirklich weiterverfolgt. Komischerweise, das war etwas wahrscheinlich ein Fehler im Algorithmus, auch nach ein paar Zügen war AlphaGo immer noch der Meinung, ich gewinne, schön weitergespielt, bis er dann nach vielleicht 4 oder 5 Zügen gemerkt hat, nein, bin am Verlieren und hat dann relativ unsinnige Züge gespielt, die nur zum Gewinnen führen würden, wenn sie weiß dann nicht beantworten würde. Und schlussendlich war die Wahrscheinlichkeit dann so klein zu gewinnen, dass AlphaGo aufgab. Fünftes Spiel ging dann aber trotzdem wieder nach AlphaGo, also 4:1 insgesamt für AlphaGo. Und das war doch ziemlich ein Event, also vor allem halt auch in Korea und China, wo da zum Beispiel dann die Spiele live auf der Straße übertragen wurden. Und man macht doch erstaunt von der Qualität. Man hat das natürlich nicht erwartet, dass AlphaGo dann so gut spielte. DeepMind hat immer gesagt, sie wollte nur sehen, wie gut das Spiel, wie gut das Programm als Ganzes ist und dass sie da noch Fehler beseitigen könnten. Und das haben sie dann auch gemacht. Gut, wie ging es weiter? Sie haben dann eine neue Version gebaut und sie haben diese Version
auf dem Internet etwas geheim getestet auf einem chinesischen oder, glaube ich, koreanischen Go-Server, wo sie sich als Master ausgegeben haben. Und man konnte dann gegen Master spielen. Und das haben dann auch die besten Profis, die sind auch auf diesem Server, haben gegen Master dort gegen diese Version gespielt. Das war im Unterschied, dann waren das Blitzturniere, das heißt, wird sehr schnell gespielt für Go mit 30 Sekunden pro Zug, aber AlphaGo hat alle diese Spiele dann gewonnen. Und darum gab es dann noch einen zweiten Match, den haben sie als The Future of Go Summit bezeichnet in China. Und die Idee war, nochmals ein Match gegen einen Spieler zu machen, diesmal gegen Kachir, der vielleicht noch etwas bessere Spieler als Lee Sedol, dann auch zu fünft gegen den Computer zu spielen oder pergo Mensch und Computer gegen Mensch und Computer und sehen, wie das dann aussieht. Okay, wie haben diese Spiele ausgesehen? Das war etwas umgekehrtes Reinforcement Learning, weil natürlich auch die Profispieler hatten die Spiele analysiert von AlphaGo und haben sich das recht schnell angeeignet, gewisse Spielzüge, die AlphaGo gespielt hat, zum Beispiel diesen hier, dass Kecher als Schwarz sehr schnell eigentlich, wie man sagt, auf Territorium geht und diese Invasion macht, die man früher eigentlich nicht gemacht hätte, die aber auch AlphaGo eben gelernt hat. Trotzdem hat Kecce dann das erste Spiel gewonnen, sehr knapp mit 0,5 Punkten, mit einem halben Punkt, wobei das knappe Ergebnis liegt auch daran, dass AlphaGo eben die Wahrscheinlichkeit maximiert zu gewinnen und es ist ihm egal, mit wie vielen Punkten das AlphaGo gewinnt. Das ist bei menschlichen Spielern nicht immer der Fall, weil wir möchten natürlich mit möglichst vielen Punkten gewinnen. Dann gibt man manchmal ein Risiko aus und ein und verliert dann das Spiel dennoch. Okay, das zweite Spiel war sehr aufschlussreich. Das möchte ich als letztes hier dann noch etwas genauer anschauen. Zum Beispiel Demis Hassabis, der CEO von DeepMind, hat das Spiel auch beobachtet und natürlich die Auswertungen von AlphaGo gesehen in Realtime und auch gesehen, dass während der ersten 60 Züge AlphaGo gefunden hat, beide Spieler spielen optimal. Das heißt, auch der menschliche Spieler auch AlphaGo hätte so gespielt wie der menschliche Spieler oder jedenfalls die gleichen Werte zugeordnet. Es entstand dann diese Stellung und nur zum Zeigen, wie kompliziert diese Stellung ist. Wir haben ja gesehen, man kann Gruppen fangen im Go und wenn es natürlich viele Gruppen gibt, die man da vielleicht retten muss oder die man fangen könnte, wird das Ganze recht kompliziert. Und zum Beispiel hier sieht es so aus, dass diese Gruppe hier von Schwarz, die ist gefangen, wenn Weiß da spielt. Oder sie ist gerettet, wenn Schwarz da spielt. Aber im Moment ist das anscheinend noch zu wenig Punkte. Wenn Schwarz lebt, dann ist wahrscheinlich Weiß gefangen. Diese Gruppe hier von Weiß, sehr klein, die hat nicht viel Platz, wird wahrscheinlich gefangen, außer sie kann das Go hier gewinnen. Wenn Weiß lebt, dann ist wahrscheinlich Schwarz etwas in Bedrängnis und auf der anderen Seite haben wir auch eine große weiße Gruppe, die da etwas in Gefahr ist. Plus, auch diese Gruppe, die hat zwar etwas mehr Platz, aber auch diese lebt noch nicht ganz, wie auch nicht diese oder diese oder diese. Das heißt, wir haben 9 Gruppen gleichzeitig, die sozusagen um das Überleben kämpfen und das ist eine sehr komplexe Situation. Das heißt, wenige Züge dann nach dieser sehr komplizierten Stellung ging es dann leider etwas bergab mit dem Spiel von Kecce. Und er hatte das Ganze dann verloren, wie auch die das nächste gespielt haben. Okay, was kam dann? Jeder hatte gehofft, dass wir natürlich AlphaGo dann weiterentwickelt würde. Das sah am Anfang da noch nicht
danach aus, aber sie haben da auch angesprochen, dass sie wahrscheinlich noch ein weiteres Paper veröffentlicht werden zu dem Thema, das dann auch tatsächlich kam. Mittlerweile gab es wirklich einen Boom von AI in Asien und überall wegen dem AlphaGo Resultat. Was heißt das für euren Job oder wo noch? Geht, funktioniert es auch bei Poker? Jassen hat sich da noch niemand damit beschäftigen. Geht es bei Mahjong? Okay. Ja, wenn wir uns das anschauen, wie gut war es dann? For AI, was man sagen muss von DeepMind ist, sie haben Sachen, das Learning oder das Trainieren der Netzwerke haben sie mit einer Accuracy angebracht, die es vorhin einfach nicht gab. Andere hatten diese Methoden eigentlich auch schon versucht, aber DeepMind hat sie einfach besser gemacht. Plus natürlich, sie haben vielleicht auch etwas mehr Ressourcen zur Verfügung, weil trainiert wurden da auf einigen hundert GPUs dann gleichzeitig und ging dann noch relativ lange. Das heißt, für AI war es unerwartet, aber es war von den Methoden her nicht etwas völlig Neues. Für Go war es natürlich super eigentlich. Gut, also jetzt haben wir einen Computer, der besser ist, aber ein Computer, der besser ist, der kann eben auch sehr viel helfen. Das heißt, Go hat sich über Jahrhunderte entwickelt und es gibt auch gewisse Strategien, die man jetzt gesehen hat, die eben nicht so optimal sind, wie man sich das früher gedacht hat. Gut, trotzdem ging es dann weiter mit AlphaGo und das nächste Paper war dann AlphaGo Zero und später kam noch AlphaZero. Was haben sie als erstes mal neu gemacht bei AlphaGo Zero? Kein Supervised Learning mehr, sondern nur von Anfang an Reinforcement Learning basierend auf Monte Carlo Research. Und eine einfachere Monte Carlo Research Implementation, die die Value-Funktion nur benutzt hat. Plus Ersatz von den zwei neuronalen Netzwerken mit einem neuronalen Netzwerk, das sowohl die Value-Funktion wie auch die Policy voraussagt. Und als letztes, das letzte Paper, das dann noch veröffentlicht wurde, nannte sich dann nur noch Alpha Zero. Wieso? Es wurde dort versucht, nicht nur Go zu lernen, sondern auch Schach und Shogi und das alles mit der gleichen Architektur. Insbesondere auch ziemlich dem gleichen Netzwerk für alle Spiele. Also zum Beispiel auch Convolutional Layers sogar für Schach. Obwohl dort die einzelnen Spielfiguren ja ganz unterschiedliche Eigenschaften haben. Das Netzwerk haben sie auch gebaut auf eine Größe von 19 Residual Blocks. Ein Residual Block besteht aus zwei Convolutional Filtern mit einer Skip Connection dazwischen. Das war eine der Architekturen, die da erfunden wurde für die Bildverarbeitung. Das heißt, das sind dann 38 Layers und sie haben dann nur noch 3x3 Filter verwendet. Keine Data Augmentation mehr, zum Beispiel über Symmetrien, sondern wirklich nur direkt die Spiele und eben keine Monte Carlo Rollouts mehr, sondern direkt nur noch die Value-Funktion. Und direkt gelernt im Monte Carlo Tree Search, das heißt ein paar Spiele gespielt mit Monte Carlo Tree Search und diese Daten dann wieder benutzt als Input zum Lernen des Netzwerks. Hier ein Beispiel, wie dann dieses Alpha Zero gelernt hat in verschiedenen Spielen. Zum Beispiel für Schach geht es etwa 9 Stunden, bevor das optimal trainiert wird. Für Shogi geht es 12 Stunden und für Go geht es dann doch immerhin 13 Tage. Auch das wieder natürlich auf einigen 100 GPU-Servern gleichzeitig. Genau, aber auch bei Schach war dann das neue AlphaZero Schach besser als die anderen älteren Schachprogramme. Wie man das Lernen vielleicht verfolgen kann, ist anhand von der Policy-Funktion. Man sieht dann auch, dass AlphaZero tatsächlich verschiedene Schacheröffnungen lernt. Also die Eröffnungen, die auch von den Menschen gespielt werden, die es aber alles selber erlernen muss. Und man
kann dann verfolgen, wie häufig eine bestimmte Eröffnung gespielt wird. Zum Beispiel spanische Eröffnung wird am Anfang, kennt er diese natürlich nicht, dann findet er sie mal nach etwa 2 Stunden Lehren, spielt sie dann nach 6 oder 7 Stunden, ist die Eröffnung dann sehr populär, bis nach 8 Stunden dann gemerkt wird, ist vielleicht doch nicht so gut und dann wird sie nicht mehr gespielt. Bei Queen's Gambit im Gegensatz, die wird etwas, ja, auch etwas zur gleichen Zeit entdeckt, da etwas gleich gespielt, wird dann populärer und bleibt auch oben. Das heißt, Queen's Gambit ist wahrscheinlich eine bessere Eröffnung als die spanische Eröffnung. Gut, was können wir von all dem lernen? Also wir haben gesehen, dass das AlphaGo eigentlich wie ein Spieler, wie ein Mensch spielt, also von der Evaluation der Spielzüge her, und natürlich eigentlich besseres Judgment hat über das ganze Brett und vor allem eigentlich keine Fehler macht. Das heißt, auch wenn ein Mensch noch mithalten kann, eine Weile lang, ist die Wahrscheinlichkeit einfach relativ groß, dass der Mensch dann irgendwann dann doch einen Fehler macht. Man kann analysieren, was AlphaGo etwa macht, und AlphaGo benutzt etwa die gleichen Prinzipien und Go-Konzepte wie ein Mensch, also zum Beispiel mehr auf Einfluss zu spielen oder frühzeitige Punkte zu machen. Und ein Unterschied ist vielleicht noch, dass eben AlphaGo maximiert die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, auch mit viel weniger Punkten, also lieber gewinnen mit 97% Wahrscheinlichkeit mit einem halben Punkt, als mit 90% Wahrscheinlichkeit mit 30 Punkten. Und weil die Auswertung eben so gut ist, kann er danach wirklich danach spielen. Okay, das wär's von AlphaGo und Frage ist nun vielleicht an Sie, kann man das dann auch für JAS verwenden? Gäbe es dort eine Möglichkeit, auch neuronale Netzwerke mit Monte Carlo Research zu verbinden?